Deutsche Pioniere zeigen bei der NATO-Übung Trident Juncture ihre elementaren Fähigkeiten. Für die Kampfunterstützer der Bundeswehr heißt das diesmal, sie verschießen Minenräumleitern und zerstören eine Brücke. Wir begleiten die Truppe bei den verschiedenen Sprengungen. Hier haben wir jetzt die Brücke gebaut, als Möglichkeit, eigene Bewegung zu ermöglichen, über beispielsweise einen Fluss. Gleichzeitig haben wir sie jetzt auch geladen, wenn der Feind zum Beispiel nachstoßen möchte, diese Brücke noch nutzen möchte, um die halt dann für ihn nicht mehr gangbar zu machen. 8-mal Schneidladung, 4-mal formbarer Sprengstoff, insgesamt 80 Kilogramm Explosivstoffmasse. Zündschnur, Sprengschnur, Abzweigungen, die elektrischen Kabel werden verlegt, die angebrachten Ladungen miteinander verbunden. Zudem machen die Soldaten Zündverstärker an der Sprengschnur fest. Ans Ende von der Sprengschnur kommt nur ein ganz, ganz kleiner Detonator, das ist dann die Sprengkapsel. Und die, wenn die dann zur Umsetzung gebracht wird, führt dazu, dass der ganze Kreislauf hier zur Umsetzung kommt und am Ende die Schneidladung dann zum Beispiel mir mein Objekt trennt. Bei der Brückenzerstörung handelt es sich um eine Stahlsprengung mit großem Gefahrenbereich. Sicherheitsabstand 1500 Meter. Innerhalb dieser Zone bieten nur gepanzerte Fahrzeuge oder Bunker vor Druckwelle und umherfliegenden Teilen ausreichend Schutz. Da wir hier jetzt eine elektrische Zündung haben, heißt das, da muss oben erst noch einer die Kabelenden von der Zündleitung nehmen und dann in die Zündmaschine einführen, kurbeln, bis das rote Licht kommt und wie man es dann aus dem Film quasi kennt, sage ich mal, aufs rote Knöpfchen drücken und dann wird es Bumm machen. Einige Kilometer entfernt trainieren Pioniere die Sprengung mit der Minenräumleiter. Absitzen! Absitzen! Mit dem Transportpanzer geht's zur Abschussstelle. Zwei jeweils mehr als 100 Kilogramm schwere Kisten müssen vom LKW gehoben und zum Abschuss aufgebaut werden. Hierbei sind Kraft und schnelles Handeln gefragt. Absetzen. Ab. Alle weg. Die Minenräumleiter 80 können Sie sich vorstellen wie eine Strickleiter, deren Sprossen gefüllt sind mit Sprengstoff. Wir kommen hier über die 70 Meter Länge der Minenräumleiter 80 auf insgesamt etwa 80 Kilogramm Netto-Explosivstoffmasse. Bereit zum Zünden? Zünden! Wir zünden. 3, 2, 1, zünden. Die Minenräumleiter 80 braucht man, um eine feindliche Minensperre zu überwinden. Sie dient dazu, einen sogenannten Minenpfad zu schaffen, durch den eigene Infanteriekräfte durchstoßen können, um auf die andere Seite der Sperre zu kommen, auf die feindwärtige Seite der Sperre und dort die feindliche Sicherung, die diese Sperre überwacht und damit kämpfen möchte, rauszustoßen. Die Pioniere erschaffen einen 60 cm breiten und 70 Meter langen Pfad durch die feindliche Sperre. Reicht die Länge nicht aus, muss eine weitere Minenräumleiter zum Einsatz kommen. Zurück zur Brückensprengung. Alle Teilnehmer sammeln sich im Bunker. Die Kabel sind verlegt, die Zündung vorbereitet. Im Beisein internationaler Pressevertreter wird einer Soldatin nun die Ehre zuteil, die Detonation auszulösen. Zünden. 3, 2, 1. Trotz des Schutzes durch Stahltüren ist die Druckwelle für jeden unmittelbar spürbar. Die Soldaten machen sich anschließend ein Bild von der Zerstörung. An den Trümmern veranschaulicht der Zugführer die Wirkungsweise der Sprengladungen.
Der Sprengerfolg ist gegeben, das sieht man. Also die Brücke hat es wunderbar zerlegt. Das ist auch genau das Bild, was wir quasi mitgeben wollten, dass man halt diese beiden Trennschnitte braucht, um die Brücke endgültig auch nicht mehr gangbar zu machen, auch nicht mehr instandsetzbar. Damit kann keiner mehr was anfangen. Ja. Also sehr zufrieden, ja. Mit den Sprengungen haben die Pioniere eine ihrer Kernfähigkeiten unter Beweis gestellt. Sie fördern die Bewegungen der eigenen Truppe und senken den Einsatzwert des Gegners. Thank you.